20. Juli 2011 tötet der Norweger Andres Breivik zuerst mit einer Autobombe 8 Personen in der Osloer Innenstadt und fährt dann Richtung Ferieninsel Utøya und erschießt 69 Jugendliche. Jetzt wird die Erklärung, die er vor Gericht für seine Tat abgegeben hat, in Basel als Performance aufgeführt. Der Mann, der das Stück nach Basel bringt, ist heute bei mir. Ich begrüße den Regisseur und Theatermacher Boris Nikitin. Guten Abend. Guten Abend, Herr Nikitin. Herr Nikitin, ich könnte Ihnen jetzt unterstellen, aus einer schrecklichen Tat ein Kunstprojekt zu machen. Das wäre dann wahrscheinlich falsch, weil ich das Kunstprojekt ja gar nicht gemacht habe, sondern ich lade das ein nach Basel zu einem Festival mit dem Namen «It's the Real Thing», Basler Dokumentartage. In diesem Festival geht es um das dokumentarische Theater. Das ist eine Theaterform, die sich mit der Wirklichkeit befasst. Sich auch damit befasst, wie stellen wir Wirklichkeit dar, wie bilden wir sie ab, wie verständigen wir uns über Wirklichkeit. Also ähnlich vielleicht auch wie der Dokumentarfilm. Und innerhalb von diesem Programm ist Breiviks Erklärung eine Komponente. Jetzt könnte man aber sagen, das ist eine monströse Geschichte. Da löscht ein Mensch das Leben von fast 80 Personen aus. Und jetzt, wie kann man so etwas auf die Bühne bringen und warum? Ich glaube einerseits, weil es eine monströse Geschichte ist. Ich glaube, das sollte nicht der Grund sein, warum man sich in dem Theater nicht damit befassen sollte. Und ich persönlich finde ja selber, dass das Theater gerade eigentlich immer ein sehr geeigneter Ort ist, um sich mit dem abgründigen Menschlichen befassen zu können. Und ich glaube, gerade aus diesem Grund ist das Festival ein sehr guter Kontext für so eine Arbeit. Aber das ist ja nicht Theater, sondern ihr leset quasi in dieser Produktion, wird eigentlich dem seine Erklärung, wie er sich vor Gericht rechtfertigt, wird vorgelesen. Genau. Das ist, also ihr geht in eine Plattform? Ja und nein. Also ich glaube, man gibt eigentlich eher der Diskussion oder der Auseinandersetzung mit dem Text und dann auch mit dem Gedankengut eine Plattform. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, noch mal zu sagen, dass es neben dieser Lesung, also direkt unmittelbar danach, Diskussion gibt mit dem Regisseur Milo Rau, mit der Schauspielerin Sascha Seudan und mit zusätzlichen Experten, die kommen. Das ist der Philosoph Boris Greuss. Und zusammen mit dem Publikum wird dann über den Text diskutiert. Also es geht sehr stark in erster Linie um eine Auseinandersetzung mit dem Text und nicht unbedingt um die Geste, dass man sagt, man erklärt jetzt den Text zum Kunstwerk. Also um das geht es gar nicht. Jetzt könnte ich Ihnen aber auch unterstellen, Sie haben natürlich wahnsinnige Publicity bekommen für Ihr Festival. Und dann hat es ja noch einen kleinen Skandal im Vorfeld, weil der Ort, wo Sie eigentlich aufführen wollten, hat sich dann zurückgezogen. Da könnte man auch sagen, wow, Sie haben das gut gemacht. Sie haben sehr viel PR bekommen für Ihr Festival. Ja, also wahrscheinlich kann man viel sagen in diesem Kontext. Und ich glaube, es bietet auch sehr viel Grundlage oder Möglichkeiten für Projektionen. Wo wir das Programm zusammengestellt haben, ist sicherlich von Anfang an klar gewesen, dass das ein Projekt ist, das kontrovers ist, wo unter Umständen auch auf Missfallen stoßen wird. Und ich finde das grundsätzlich auch in Ordnung. Also ich finde, das gehört zu einem Projekt wie einem solchen völlig dazu. Es gibt durchaus auch andere Projekte innerhalb von dem Festival, wo auch, ich sag jetzt mal, problematisch sind in dem Sinn, dass sie sich mit der Wirklichkeit auf eine sehr kontroverse Art und Weise auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist auch eine wesentliche Funktion von dem Festival, dass wir uns mit der Wirklichkeit auseinandersetzen und da müssen wir uns auch nicht einig sein. Also das darf auch kontrovers diskutiert werden und da haben Sie auch nichts dagegen, wenn Leute entsetzt sind. Also dagegen habe ich nichts. Ich biete mich dann immer fürs Gespräch an. Weil natürlich geht es darum, darüber zu diskutieren, warum ist man entsetzt, was macht so ein Text mit einem und auf der anderen Seite, was erzählt der Text über unsere Wirklichkeit? Ich glaube, das ist das, was... Jetzt haben ja aber die skandinavischen Medien extra dafür gesorgt, dass der Text nicht veröffentlicht wird. Also sie sind sehr behutsam mit dem Subjekt, mit dem Sujet umgegangen und haben gefunden, nein, wir geben ihm die Plattform nicht. Warum soll denn das Theater ihm die Plattform geben? Das ist natürlich im Kontext des Prozesses in Oslo ist das natürlich eine völlig vernünftige Entscheidung gewesen. Das hat einerseits natürlich mit der Nähe zu tun gehabt von diesem Ereignis zu diesem Prozess. Es hat natürlich auch etwas mit dem zu tun gehabt, dass in Norwegen die Leute sich unmittelbar betroffen gefühlt haben.
Und es ist dort sicherlich auch richtig, dass man sagt, okay, man gibt dem nicht eine Plattform, und zwar keine massenmediale Plattform. Hier handelt es sich um ein Theaterprojekt, das in der freien Szene produziert worden ist. Das ist ein relativ kleiner Kunstkontext, muss man sagen. Und dort besteht die Möglichkeit, sich mit so einem Text auseinanderzusetzen, ohne dass man sofort eine riesige Plattform aufmacht. Also Sie behaupten, es ist eine andere Form, aber abgedruckt wird in der Bildzeitung und in jedem Massenmedium, als wenn Sie es quasi in so einem Rahmen aufführen. Absolut. Das hat auch mit einem wesentlichen Charakteristikum vom Theater zu tun, nämlich dass man im Theater, dass es sich um einen Live-Moment handelt, also dass man hört jemandem zu, man ist im gleichen Raum, man ist sozusagen im gleichen Zeitraster drin und speziell jetzt in diesem Projekt gibt es ja dann wirklich unmittelbar danach auch die Möglichkeit zu reagieren. Also auch in Dialog zu treten, das ist natürlich ein grosses Slogan. Also auch mit Ihnen und dem Regisseur uns fragen und die Schauspieler, genau. Und machen das. Wir wollen doch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer nicht vorenthalten, wie denn das Projekt auf der Bühne tatsächlich aussieht. Ich bitte darum, dass wir den Einspieler jetzt sehen können. Wir, das norwegische Urvolk, die ethnischen Norweger. Breiviks Erklärung heißt die circa einstündige Performance des Schweizers Milo Rau, die letzten Freitag ihre Premiere in Weimar fand. Es ist kein Stück, keine Inszenierung, keine Kunst, erklärt Rau. Das Einzige, was ich inszeniere, ist Breivik wegzuinszenieren. Der 77-fache Mörder Anders B. Breivik erläuterte am 17. April 2012 seine Taten vor dem Osloer Amtsgericht und bekommt 2 Monate nach seiner Verurteilung mit dieser Darbietung erneut eine Bühne. Seine Theorie des Untergangs Europas durch Einwanderung und Multikulturalismus wird von der türkischstämmigen Schauspielerin Sascha Soydan verlesen. Sie haben behauptet, dass ich aufgrund meiner mentalen Verfassung arbeitslos wurde. Und schließlich völlig vereinsamt sein. Also das Pamphlet ist eine wilde Mischung von rassistischen Äußerungen, von Angst, dass Europa zugrunde geht, wegen der Demokratie, die nicht funktioniert, wegen der starken Hand, die wir nicht haben. Er bezeichnet sich als Tempelritter, als Retter Norwegen. Warum sollen wir über diesen Text diskutieren? Also ich habe das Stück ja gesehen in Berlin vor 3 Monaten. Und was mich an diesem Text interessiert hat, ist, dass er zwar durchaus so die wilde Komponente hat, aber insgesamt doch sehr moderat eigentlich daherkommt. Was meinen Sie mit moderat? Weil dieser Mann hat doch ziemlich viele Menschenleben ausgelöscht. Es ist ein argumentativer Aufbau. Also es ist nicht nur eine Nebeneinanderreihung von Behauptungen, also sondern er hat sich etwas überlegt. Genau. Man hat das Gefühl, dass jemand, der sich etwas überlegt hat, der argumentieren kann, also der denken kann. Er sich. Ich glaube, eine Kernthese, die er hat, ist, und das ist eigentlich das Verrückte an dem ganzen Text, ist, dass er ja sagt, es geht ihm darum, die Demokratie zu retten, und zwar vor der Überfremdung. Also ein Rechtsthema? Ein Rechtsthema im Sinne von rechtspolitisch. Ja, natürlich. Ja. Absolut. Und das ist irgendwie, glaube ich, die Pointe. Ich muss schon sagen, dass er klar ist, er löscht nicht irgendwelche Menschenleben aus, sondern er geht auf Utøya, wo Sozialdemokraten, genau, ein Ferienlager für Junge, genau, haben. Also es ist ganz klar ein politisches Statement, was er macht. Es ist aus seiner Sicht ganz klar ein politisches Statement. Es ist ja während dem Prozess immer wieder versucht worden, ihn als Psychopath darzustellen, ihn auch für unzurechnungsfähig zu erklären. Da ist es natürlich auch darum gegangen, dass der politische Aspekt von dieser Tat wird zu entkräften und sagen, so etwas kann gar keine politische Tat sein. Das kann nur einen Verrückten machen. Finden Sie es richtig, dass man ihn nicht für unzurechnungsfähig erklärt hat? Es ist eigentlich nicht wirklich die Frage, ob ich das richtig finde oder nicht. Es gibt verschiedene Verfahren. Es hat einen anderen Hintergrund, wenn man einfach sagt, das ist ein Kranker und man sperrt ihn weg. Als wenn man ihn ernst nimmt und sagt, das ist ein Mörder mit einem ideologischen Hintergrund. Es war ein Gerichtsprozess. Ich meine, da gibt es bestimmte Verfahren, wie man entscheidet, ob jemand zurechnungsfähig ist oder nicht. Und da hat es diverse Ärzte gegeben. Aber es ist ein Statement, wenn man sagt, wir nehmen ihn ernst. Es ist ein Statement, wenn man sagt, man tut sich an die rechtsstaatliche Verfahren halten. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der in Norwegen auch passiert ist, dass man sehr unemotional an den Fall angegangen ist und gesagt hat, okay, es geht uns in erster Linie darum, dass wir tatsächlich die Demokratie, so wie wir sie leben, auch bewahren und dass wir jetzt nicht hysterisch reagieren, sondern dass wir den Prozess jetzt
in den Rahmenbedingungen von einem demokratischen Verfahren auch durchführt. Und dazu gehört dann eben auch, dass man ihn mit Ärzten konfrontiert, die dann nachher darüber entscheiden, ob er zurechnungsfähig ist oder nicht. Insofern ist die Frage, ob ich das richtig finde oder nicht, sowieso völlig unerheblich, weil ich habe mit ihm ja gar nicht geschwätzt. Und ich glaube, das ist schon eine sehr wichtige Komponente. Ich habe eine Dame in der Leitung, Frau Schwarzenbach. Sie sind schon länger am Warten. Herzlich willkommen bei 061 Live. Ihre Frage an Herrn Nikitin. Sie ist schon wieder weg. Tut mir leid. Jetzt die Skandinavien, das haben wir schon gehabt. Sie haben es vorher gerade gesagt, Norwegen hat vorbildlich reagiert. Also Sie haben gesagt, wir lassen uns in unserem Demokratieverständnis jetzt, wir sind erschüttert, aber wir schreien jetzt nicht nach mehr Polizei, nicht nach Bewaffnung der Bevölkerung. Denken Sie, in der Schweiz hat man ähnlich reagiert? Es ist eine sehr gute Frage. Darüber habe ich auch schon öfters nachgedacht. Es gibt einen Reflex, den ich habe, wo sagen würde, ah, nein, also die Schweizer hätten sicher sofort irgendwie sehr emotional reagiert oder vielleicht auch sehr schnell nach der starken Hand von der Polizei und vom Staat gerufen. Ich bin mir aber ehrlich gesagt gar nicht so sicher, weil es in der Schweiz trotzdem einfach eine sehr starke Balance gibt innerhalb der Demokratie. Und ich glaube, da dazu gehört eben auch, dass man sich über gewisse Sachen einfach nicht einig ist. Das ist ein Wesensmerkmal von der Demokratie, dass man also nicht hysterisch sich überredet und dann mit einem Argument das andere erschlägt und dann irgendwie die starke Hand alles sozusagen entscheidet. Sonst ist es ein permanentes Ausdiskutieren, Austarieren. Das ist das, was wir manchmal dann als langweilig empfinden und vielleicht auch als schwach. Es gibt gewisse Parteien, die das dann sehr stark machen und sagen, es braucht eine starke Hand. Ich glaube, im Endeffekt, und da hat sich jetzt doch in den letzten 20 Jahren die politische Tendenz wieder irgendwie in so eine Richtung entwickelt, dass man vielleicht doch ein bisschen in die moderate Austariertheit von der schweizerischen demokratischen Gesellschaft kann vertrauen kann. Der Milo Rau nimmt einen türkischstämmigen Schauspieler, der den Text liest. Er inszeniert gar nicht gross, das ist auch schon ein Statement. Ich meine, das ist ja genau das, was der Breivik anklagt. Das Multikulti hat quasi Europa kaputt gemacht. Jetzt, was hat der Text, Sie sind innen gewesen, was hat der Text für eine Wirkung, wenn er so einfach gelesen wird? Was passiert bei Ihnen? Also, mich hat er verwickelt. Mich hat er tatsächlich verwickelt, das muss ich sagen. Ich bin dort drin gesessen und insbesondere, wo es irgendwie in die Themenbereiche gekommen ist, wo er argumentiert, warum eigentlich die Demokratie am Rand von ihrem Abgrund steht, aufgrund von Überfremdung, aufgrund von Einwanderung, wo ich gemerkt habe, dass er mich zum Teil wie verwutscht und ich plötzlich gedacht habe, und was, wenn er recht hätte? Also was, wenn er recht hätte? Was, wenn man in 100 Jahren zurückblicken würde und auf das heutige Europa zurückschauen würde, wie das Ende vom Römischen Reich und wir uns einfach noch nicht irgendwie bewusst worden sind, wie wir das Zeichen von der Zeit lesen könnten. Also das ist so ein Gedanke, wo... Führt er Sie noch immer an? Es ist ein Gedanke, der in mir aufgekommen ist und ich habe gemerkt, und obwohl ich natürlich ein Verständnis von mir selber habe, dass ich sehr offen, sehr für eine pluralistische Gesellschaft bin, habe ich gemerkt, aha, es gibt ein paar Argument, wo so etwas wie Angst triggern. Und da habe ich gefunden, das ist wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Aber sind das Themen, wo wir einfach zu wenig wegschauen? Oder wo wir sagen, das sind SVP-Themen, die lassen wir dort? Wäre das quasi an den Kunstschaffenden auch sich mit dem Thema Migration? Oder warum holt er, wieso verführt er sie dort? Ich glaube, das hat etwas mit dem zu tun, weil Angst etwas ist, was mit Unwissenheit zu tun hat. Und wenn man sich dann doch nie so richtig sicher ist. Also, dass man wie in seiner eigenen Unsicherheit gepackt wird. Und das ist, glaube ich, eine sehr sensible Zone, auch in einer demokratischen Gesellschaft. Und es gibt ja eine Komponente innerhalb von diesem Text, dass auch zum Beispiel absurde Pointe, aber vielleicht auch für uns eine lehrreiche Pointe, dass er zum Beispiel die Minarettinitiative in höchsten Tönen lobt. Das ist natürlich eine Provokation. Das passt in sein Lebensbild, also das passt in seine Ideologie. Das ist eine Provokation für die schweizerische Demokratie. Es ist natürlich eine Provokation für all jene, die für die Minarettinitiative ihre zugestimmt haben. Jetzt, nach Ihrer Meinung, Sie sind drin gewesen und Sie haben die Produktion auch geholt, hat es funktioniert? Diskutieren die Leute nachher auch oder sitzt man drin und denkt, was war jetzt das?
Nein, das ist eine sehr lebendige und sehr interessante Diskussion. Es war dann auch eine sehr emotionale und eine sehr wilde Diskussion. Das war in Berlin. Mal schauen, wie es hier in Basel sein wird. Ich glaube, dass sicherlich die ganz konkreten Bezüge innerhalb von dem Text, die sich auf die Schweiz beziehen, sicherlich für Reaktionen sorgen werden. Wer sitzt im Publikum? Im Publikum sitzt das Publikum, also Leute, die sich für diesen Text interessieren. Natürlich, aber es gibt ja das klippe Theaterpublikum, das sowieso kommt. Oder gibt es auch also, ist eine Zusammensetzung oder machen sie für ihre Klientel, die sowieso provokante Sachen kommen, schauen, in so einem Mikrokosmos-Theater? Also es ist eine Aufführung, die offen ist, wirklich für ein breites Publikum. Natürlich sind sehr viele Leute drin und werden drin sein, die sich ganz spezifisch für das dokumentarische Theater interessieren, die vielleicht auch selber dokumentarisches Theater machen. Jetzt haben Sie das eingeladen, die Performance. Sie haben mit dem Stadthaus Basel eigentlich einen Vertrag, eine Abmachung gehabt, dass Sie das dort aufführen. Und die haben in letzter Minute sind die zurückgerebst und haben gefunden, nein, das geht doch nicht, es ist provokant. Oder was haben Sie für eine Begründung bekommen? Die Begründung war, dass sie einen Text mit einem rassistischen Inhalt und Hintergrund nicht in diesen Räumen gesprochen haben. Haben Sie das vorher gemerkt? Das haben Sie vorher nicht genau gewusst. Das heisst, Sie haben Katz im Sack gekauft und noch gemerkt, was Sie aufführen, oder? Im Grunde noch schon. Es ist einfach so, man kann den Raum mieten. Das ist relativ neutral. Und Sie haben dann einfach sehr spät, ich glaube, wahrscheinlich auch durch die mediale Aufmerksamkeit, allmählich gemerkt, aha, das ist ein Projekt, das möglicherweise Reaktionen hervorruft, mediale, die Sie nicht kontrollieren könnten. Und ich glaube, aus diesem Grund haben Sie dann gefunden, wir wollen das hier nicht haben. Und dann stehen Sie ohne Raum da. Was haben Sie gemacht? Wir haben dann verschiedene Partner angefragt, Räume in der Stadt. Und dann hat dankenswerterweise eben der Gare du Nord gesagt, okay, wir stellen euch den Raum zur Verfügung. Das ist eine Vermietung. Und sie finden, dass so eine kulturelle Veranstaltung stattfinden muss möglich sein, dass sie stattfindet. Und eben, da bin ich sehr froh, natürlich, dass es passieren kann. Sie haben auch in der Uni angefragt und wir möchten gerne den Herrn Loprieno zu Wort kommen, was er gesagt hat, warum das an der Uni Basel nicht hat stattfinden konnte. Wir haben uns für das Nein entschieden in diesem Fall, weil uns schien, dass die Thematik zu viel offen für Missverständnisse war. Das heißt, es ist zwar richtig, dass man durchaus auch eine Thematik, eine kontroverse Thematik als Basis für eine offene Diskussion durchaus nehmen kann, aber in diesem Fall ist die Verletzung, die mögliche Verletzung auch des moralischen Anstandes so groß, dass wir überhaupt nicht die Gefahr laufen wollten. Es gibt einfach zu viele Menschen, die sich dadurch angegriffen fühlen könnten. Und überhaupt, es ist schwer einzusehen, wie unmittelbar die Aussagen eines Massenmörders direkt in wissenschaftlicher Reflexion umgedeutet werden können. Er spricht von der Würde auch von den Opfern. Wie ist das? Wie haben Sie das empfunden? Werden die noch gewürdigt? Oder nimmt man da, nimmt es aus dem Kontext raus und bringt es völlig neu einander an? Ich glaube, die Würde von den Opfern ist etwas, das in diesem Projekt meiner Meinung nach nicht verletzt wird. Es ist aber auch nicht unbedingt im Fokus. Das stimmt absolut. Es wird einem Täter die Stimme geben. Gibt einem Täter wieder die Stimme? Wieso gibt man nicht den Opfern die Stimme? Das hat sicher mit einer Entwicklung... Was ist denn so dringend da, dass man sich mit diesem Text befasst, auseinandersetzt? Ich glaube, es hat mit einer Entwicklung zu in den letzten 10 Jahren, dass man vermehrt auch sich einfach die Aufmerksamkeit auf die Stimme des Täters gerichtet hat, um auch herauszufinden, okay, was ist das eigentlich, was die Leute dazu führt, dass sie solche Taten begönnen. Und, um sie verhindern oder aus Sensationslust? Um sie erstmal zu analysieren, natürlich, es gibt unterschiedliche Motivationen. Die einen wollen herausfinden, wie kann man ein Täterprofil entwickeln, wie kann man irgendwie herausfinden, warum Leute das machen, was für Ideologien sind, vielleicht aber auch der Humus, auf denen die Daten irgendwie wachsen. Sensationslust ist sicherlich etwas, was in unserer Gesellschaft, in unserer Mediengesellschaft nicht weg zu ignorieren ist. Ich habe Herrn Meissen in der Leitung. Auch er hat ganz lange warten. Tut mir leid, herzlich willkommen, Herr Meissen, bei 061 live. Ja, guten Abend miteinander. Guten Abend. Guten Abend. Also, irgendwie bin ich fasziniert von diesem Gespräch. Und zwar, weil der Nikitin hat ein paar wirklich ganz interessante Sachen gesagt.
Aber der Lopriano von der Uni Basel hat mir jetzt eigentlich fast schon ein bisschen das Wort aus dem Mund genommen. Wo bleibt die Würde von den Opfern? Also die Sensationslust ist ein heisses Wort natürlich, aber ich finde, in einem Massenmörder sollte man definitiv, also nicht nur eine Plattform bieten, oder? Weil der hätte so viel Elend über die Angehörigen gebracht. Und ich finde das Ganze schon nicht kriminalistisch sehr, sehr interessant. Aber wenn es in Sensationslust reingeht, also einfach immer alles veröffentlicht wird, und wenn es dann fast noch in die Richtung geht, dass man so einen fast noch auf eine Art entschuldigt, dann finde ich das ganz, ganz schlimm. Und das darf auf gar keinen Fall passieren. Herzlichen Dank, Herr Meissen. Herr Nikitin, was sagen Sie zu dem? Also es geht in einem Projekt überhaupt nicht darum, dass man entschuldigt, was der Herr Breivik gemacht hat, oder dass man entschuldigt, was für eine Ideologie da er benutzt, um das zu begründen. Es geht darum, dass man sich mit dieser Ideologie auseinandersetzt. Und wichtig an diesem Projekt ist, das ist nicht so spektakulär. Das Stück ist nicht so spektakulär. Man sitzt dort drin und das hat gar nicht die Skandalträchtigkeit, wo man sich vorstellt. Das ist aber ausverkauft. Wie erklären Sie sich das? Das liegt einerseits so daran, dass es so viele Plätze gar nicht gibt. Das sind 120 Plätze. Aber das freie Theater ist jetzt nicht so, dass dort per se mal, wenn eine Produktion kommt, ist sie ausverkauft. Also das heisst etwas, dass das es stimmt, ausverkauft ist. Allerdings muss ich darauf hinweisen, dass die Eröffnungsproduktion «Shishi Pop Schublade» mit 300 Plätzen auch ausverkauft ist. Und das ist nicht ein so sensationelles Thema. Es hat auch etwas mit Namen. «Shishi Pop» ist eine Gruppe, die einen Namen hat. Aber auch einen Namen. Ja, das ist klar. Aber es hat sicher mit dem Thema etwas zu tun, dass es ausverkauft ist. Ich glaube, es hat mit dem Thema etwas zu tun, aber genauso wirklich mit Milo Rau wahrscheinlich gerade zu tun, weil er natürlich als Regisseur gerade sehr stark im Fokus steht und viele Leute das Interesse an seiner Arbeit haben. Ich habe Frau Schlageter in der Leitung. Herzlich willkommen bei 061 Live. Ja, wir hören Sie. Guten Abend miteinander. Guten Abend. Da ist Frau Schlageter, ja. Jawohl. Ich möchte nur einfach am Herrn sagen, ich finde es einfach wahnsinnig, dass man so einen Mensch, den man ja wirklich bewiesenermaßen gesehen hat, dass er die Jugendlichen erschossen hat, eine Plattform gibt. Ich bin der gleichen Meinung wie der Herr vorher. Ich finde das schrecklich und ich finde, so gibt man ja ihm noch eine Chance dann später, dass einer kann sagen, ja, man hat ja das gesehen, man hat ja das noch gezeigt, ich bin ja noch im Fernsehen gekommen und so weiter. Und das finde ich einfach nicht in Ordnung. Das ist alles. Dankeschön, Frau Schlageter. Sie sehen, das kommt immer wieder. Ich will trotzdem noch mal verstehen, dass Sie mir es noch mal erklären. Was ist die Auseinandersetzung, die beim Publikum soll passieren, wenn ich den Text höre? Es ist eine Auseinandersetzung mit den potenziellen Ängsten, die wir haben. Es sind Ängste, denen wir jeden Tag in den Medien auch begegnen, wo sie immer wieder um Angst vor Fremden geht, wo über Fremdung geredet wird, wo darüber geredet wird, über die Kriminalität unter Ausländern gegenüber Schweizer, dass man nicht mehr sicher ist. Also Sie denken, wenn man über die Angst redet, dann kriegt's wie so eine, dann kann vielleicht so eine Tat verhindert werden oder wir gehen anders mit dem Thema um? Es geht in erster Linie darum, dass man sich mit seinen Ängsten befasst einerseits und dass man darüber diskutiert, um auch eine offene Gesellschaft, die wir haben, aufrechtzuerhalten. Aber das ist ja genau das, was er anklagt, die offene Gesellschaft. Ja. Müsste man denn nicht sagen, man nimmt jetzt den Text und geht irgendwie zu Neonazis und diskutiert dann mit denen? Oder das bleibt ja in so einem Mikrokosmos von denen, die sowieso die Welt verstehen wollen? Ich glaube, das Theater ist ein Bereich, wo man Sachen ermöglichen kann. Also ich glaube, es geht darum, dass man die Möglichkeit in den Raum stellt, dass man sich mit diesem Text befassen kann. Es geht nicht darum, dass das irgendjemand muss, ist ja ganz klar. Sondern es geht um eine Möglichkeit. Und ich würde eigentlich gerne beiden Zuschauern wie die Frage zurückstellen, soll man sich mit diesem Text gar nicht befassen? Also einfach gar nicht befassen? Und wenn man meinen Kampf vorgelesen hat, der Deutsche, öffentlich gesagt hat, schaut mal an, was der hier schreibt, hat das etwas verändert?
Das ist also eine sehr hypothetische Frage. Ja, nein, das ist das, was sie machen. Sie wollen ja anscheinend etwas auslösen in den Leuten. Also mein Kampf ist ja zu diesem Zeitpunkt von ganz vielen Leuten gelesen worden. Ob ja, jetzt aber es ist ein anderer. Ja, natürlich, aber es ist ein anderer Ansatz. Ja, das meine ich. Also. Hier geht es eher darum, dass man erstmal sich mit einem Text befasst, wo die Leute denken, also auch gar keine Vorstellung davon haben, was in diesem Text drinsteht. Der Vergleich mit «Mein Kampf» finde ich hinkt da ein bisschen. Warum? Das ist ein nationalsozialistisches Gedankengut. Es geht um die starke Hass, ist... auch zitiert der Hitler auch dauernd. Absolut, das ist richtig. Aber ich glaube, also wenn man «Mein Kampf» jetzt in den 30er oder 40er Jahren vorgelesen hätte, dann wäre das eine relativ redundante Aktion, weil die Leute haben den Text ja auch kennt. Sie haben ja sozusagen den Hitler als Präsident, als Kanzler, Diktator. Wie weit würden Sie gehen? Wo sind Grenzen gesetzt? Was darf man alles auf der Bühne heute? Es gibt natürlich ganz einfach rechtsstaatliche Grenzen. Es gibt das Gesetz. Aber Geschmack. Geschmack ist klar, das Gesetz. Wo ist Ihre Geschmack? Sie sind Regisseur, Sie sind Theatermann. Wo ist Ihre Grenze? Wie weit, bis wohin würden Sie das ausreizen, das provozieren oder sagen, ich mache etwas, was vielleicht kontrovers ist? Ich würde sagen, als Theatermann und als Zuschauer ist das etwas, was permanent immer wieder verhandelt wird in unserer Gesellschaft. Und die Kunst, das Theater sind Bereiche, wo genau konkret, das stattfindet. Aber konkret, das ist jetzt einmal der Breivik-Text vorlesen. Genau. Was wäre der nächste Schritt? Oder an was sind Sie sonst noch dran? Oder was fasziniert Sie sonst noch an diesem Grenzbereich? Der Grenzbereich an sich natürlich. Also es ist immer interessant zu schauen, wie weit kann man gehen, wo wird es schmerzhaft, womit kann man umgehen. Und das sind sicher Bereiche, die in diesem Text berührt werden. Aber immer innerhalb von einem sehr geschützten Rahmen, muss man sagen. Das ist auch ein Rahmen, der dann doch im Endeffekt folgenlos ist. Also es wird niemandem wirklich geschadet. Es gibt sicher vielleicht Leute, die sich innerlich betroffen fühlen. Aber das ist alles im Rahmen von einer offenen Diskussion, die sicherlich möglich sein muss. Was hat das Theater für eine Funktion für Sie? Das Theater hat für mich Funktion, Öffentlichkeit erstmal herzustellen für Themen, die vielleicht sonst nicht unbedingt immer vorkommen. Einerseits und dann auf der anderen Seite auch die Möglichkeit, sich mit diesen Themen noch ein bisschen eingehender zu beschäftigen, als es vielleicht in zum Beispiel den Massenmedien möglich ist. Frau Welti, ich kann auch Sie warten lassen. Ganz kurz noch Ihr Statement, Frau Welti, und dann sind wir leider schon am Ende dieser Sendung. Herzlich willkommen. Also ich möchte es auf einen Punkt bringen, und zwar ist meine Meinung, die Tat von Breivik auf die Bühne zu bringen, ist ebenso kriminell wie der Breivik selber. Das ist alles. Also Sie sehen, die Reaktionen sind relativ klar. Was erwarten Sie, was wird passieren im Gare du Nord? Also wenn ich mich an die Aufführung in Berlin erinnere, dann glaube ich, wird es ein Publikum geben, das sehr aufmerksam dem Text zuhören wird. Danach wird es eine Diskussion geben und die Leute werden darüber diskutieren und werden vielleicht nachher auch ein bisschen überrascht sein, wie unskandalös der ganze Jahr oben eigentlich ist. Was planen Sie als nächstes? Als nächstes plane ich wieder eigene Projekte. Im Herbst mache ich etwas in Graz, dann später am Neumarkt. Das sind alles noch relativ offene Aber Projekte. Was für Themen treiben Sie noch um, Herr Nikitin? Mir beschäftigt eigentlich immer sehr stark der Grenzbereich zwischen Wirklichkeit und Fiktion. Also was ist Wirklichkeit, was nehmen wir als wirklich wahr, wo können wir zwischen Wirklichkeit und Fiktion vielleicht nicht unterscheiden. Das ist sicherlich auch ein Thema, das im Breivik eine wichtige Rolle spielt und aber auch im gesamten Festival It's the Real Thing. Wo anfängt jetzt am 17. April? Genau. Herzlichen Dank für das Gespräch. Es ist sehr schnell umgegangen. Das war von 061 Live heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Danke schon vielmals fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Bei uns geht es weiter mit unserem Trendmagazin, was läuft. Und dann kommt 7 vor 7. Adieu miteinander. Danke schon vielmals.